Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Worms 2 und zu einer weiteren Balkenmission, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich werde es noch ein bisschen versuchen, aber ganz ehrlich, wenn es nicht funktioniert, werde ich die Balkenmission überspringen, weil es ist eigentlich, ich frage mich halt wirklich, wie oft kann man eigentlich das gleiche Level halt nur mit unterschiedlichem Terrain eigentlich einbinden, ne? Und ja. Ich starte einfach mal, mal gucken, wie weit ich komme, ne? Also nur damit ihr mal versteht, warum ich mich halt das letzte Mal so aufgeregt habe. Ich meine, man guckt sich mal diese Situation an. Ich habe 5 Würmer. Ja? Der Gegner hat 7. Und meine Würmer haben jeweils nur ein Leben. Ich meine, gut, nicht, dass es das irgendwie einen großen Unterschied machen würde bei diesen Leveln, weil am Ende des Tages, ja, ein Schuss und die sind tot und ersaufen, ne? Aber eigentlich, also ich bin mal ehrlich, ich habe mir auch mal ein Video angeguckt, ein Longplay-Video, einfach mal um zu schauen, also zumindest nur für diese Mission, ne? Habe ich mal geguckt, wie kann man das eigentlich lösen? Also man muss vom Prinzip her wirklich perfekt treffen. Also ich müsste zum Beispiel mit Bernard perfekt Plopper da oben treffen und Plopper müsste dann ja nur stark genug herunterrutschen, dass er auch Otis mit in seinem Sturz einfängt oder mit auffängt, ne? Und mit, dass er auch mit rutscht, ja, sozusagen in die Tiefe rutscht, ne? Das muss man erstmal schaffen. Also, naja, ich glaube es auch nicht, dass ich es hinbekomme, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, und das ist auch der Mist, ne? Dass er gleich anfängt. Wenn ich ja wenigstens mal anfangen würde, hätte ich ja eine Runde Vorteil, ne? Aber habe ich nicht. Damit stirbt er einfach. Und am Ende war es auch eigentlich übrigens nur wildes Herumgeschieße. Und die CPU hat bei dem zumindest öfter mal daneben getroffen. Das macht die ja bei mir gar nicht, ja. Die trifft ja jedes Mal. Also, naja, gucken wir mal. Also, da müsste ich jetzt theoretisch einfach. Gut, das hat funktioniert, komischerweise. Okay, naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das gleiche mit Hotdog hin. Also Hotdog müsste ja eigentlich, wenn wir den treffen, auch ja, nach links fallen. Ganz ruhig. Ich muss jetzt erstmal taktieren hier. Und dann Flossi mit in den Tod ziehen. Ja, höchstens geht's so. Jetzt kann ich versuchen, mich so weit zur Seite zu stellen wie möglich, aber. Sowas macht den Stavros da hinten. Das meine ich, ey. Ist doch scheiße. Ich meine. Okay. Ich meine, was anderes bleibt mir nicht übrig. Da habe ich ja zumindest schon mal ein paar Würmer ausgeschalten. Aber wie gesagt, bei dem Gegner, also bei dem Gegner. Bei dem Video hat der Gegner öfter mal daneben getroffen. Und das ist hier ja überhaupt gar nicht der Fall. Also. Ja, also ich meine, gut, das war jetzt ganz nett oder so, aber das Problem ist, dass Zorki, also selbst wenn ich jetzt Butch treffe, was ich nicht tue, ja, würde Zorki mich im nächsten Moment abschießen. Also, ja. Ja, ich hasse diese Level, also ganz ehrlich. Vor allem, das ist bestimmt nur das 5. oder 6. Mal, dass wir so ein Level haben. Wo ich so denke, es gibt doch so viele schöne mögliche Level, ja. Seien die jetzt custom-made oder, sag ich mal, zufallsgeneriert. Aber, nee, Leute, ganz ehrlich, also, beim besten Willen. Ich werde es noch weiterspielen hier. Aber diese Balkenlevel überspringe ich, da habe ich echt keinen Bock mehr. Und ich glaube auch nicht, dass es so spannend ist, mir immer dabei zuzugucken, wie ich hier total versage. Ja, ne, also, wie gesagt, nehmt mir das nicht übel. Ich sag mal so, ich habe bei Let's Plays immer den Anspruch, natürlich, die so gut es geht durchzuspielen. Ne? Also, ich bin jetzt nicht so ein Completionist, dass ich sagen muss, ich muss wirklich hundertprozentig jedes kleinste Geheimnis in jeder Ecke finden, obwohl ich mir natürlich gerne auch wirklich Zeit lasse bei den Spielen und sage, okay, ich erforsche auch wirklich die Welten und erforsche die Möglichkeiten des Spiels, ja. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht jemand, der alles wirklich, als wenn ich bei PlayStation spielen ja auf 100% spielen muss oder so, ne? Das muss nicht sein. Ja, aber wie gesagt, also das. Ich will ja auch nicht aufgeben, aber das war, ist mir einfach zu frustrierend jetzt, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen, naja, ist halt jetzt wie es ist, was will man machen? Wir machen jetzt einfach hier an dieser Stelle weiter.
Ja, und übrigens ein sehr aufmerksamer Zuschauer von mir hat mir gesagt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Codes von den Leveln, dass sie eine Geschichte bilden. Also ich habe mich schon gefragt, was sind das für komische, ja, für komische Passwörter eigentlich? Aber es ergibt eigentlich, es ergibt eine Geschichte, wenn man das dann alles sich aufschreibt. Und ich habe mir das ja glücklicherweise hier in meinem in meiner Textdatei aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir fertig sind, hoffentlich, kann man mal die Geschichte vorlesen und könnte man dir auch mal gucken, was da für eine nette kleine Story rauskommt. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir ja wieder so eine Insel, sehr flach, könnte darauf schließen, dass wir wieder eine stationäre Mission haben. Aber wir gucken einfach mal. Bis gleich. Ach so, ja, und übrigens, eine Sache darf man nicht vergessen. Ich mache es ja letztendlich auch nur aus Spaß, ne? Ja, es soll am Ende des Tages ja nicht zu einer, also nicht zu einer Arbeit werden, ne? Das ist halt Spaß, das ist halt ein Hobby, dem ich hier nachgehe. Aber wie dem auch sei, jetzt genug gelabert, jetzt geht's mal los, ne? Gucken wir mal, jetzt sind wir ja. Jetzt ist es ein bisschen käsig hier. Aber die können sich bewegen, das ist schon mal ganz gut. So, mal gucken wir mal, was macht er denn hier? Also, haben wir wenigstens ein paar gute Waffen oder sind wir wieder nur beschränkt auf Bazooka und Mine und alles? Na, dann zeig mal, was du drauf hast hier. Ja. Oh, was? Oh, das fängt ja schon mal gut an hier. Jesus Christus! Ach du Scheiße! Okay, aber gut, ich meine, der hat zwei von mir ausgelöscht und zwei von sich. Und diesmal sind die Würmer relativ gleich verteilt. Naja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr als ich, oder? Ja, der hat mehr Würmer als ich. Oh, natürlich habe ich wieder keine guten Waffen. Warum gibt es denn so viele Missionen eigentlich, wo man nur Bazookas und Granaten hat? Also. Naja. Aber wäre vielleicht mal ganz sinnvoll, wenn ich den da irgendwie wegkriege. Vielleicht schaffe ich das. Na, scheiße. Das lief überhaupt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich glaube, die Granaten, die hauen. Die haben einen größeren Explosionsradius, ne? In dieser Mission. Sonst hauen die nicht so heftig. Oh, doch, die hauen ja schon hin. Aber man muss eine Sache sagen. Was die Wurmspiele nicht so gut hinkriegen, ist einfach. Was sie für eine unglaubliche, also unglaublichen Anstieg der Schwierigkeitskurve haben, oder? Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe noch nie mal was gemacht. Ich habe schon noch verloren hier. Das ist. So, da zum Beispiel würde es sich doch jetzt lohnen, eigentlich eine Granate reinzuwerfen. Wenn Hoagie das natürlich überlebt. Also ich glaube, die OG-Waffe in der Mission ist definitiv die Granate. Ja, und er trifft dann auch wieder. Und der nächste ist tot. Das ist unglaublich, also. Und jetzt haben wir schon Sudden Death. Was ist denn hier los? Was? What the fuck? Ich meine. Also gut, überlegen wir mal. Flossy da unten wird so oder so sterben. Ja? Und jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Na, super. Gut, das war's. Wow. Also, die Lernkurve ist echt viel zu steil. Also, meine Fresse. Also, er teleportiert sich doch mal weg, ne? Gut gemacht, würde ich mal sagen, aber. Das Problem ist, ich meine, klar, ich kann jetzt da eine Granate reinwerfen. Im besten Fall. Die sterben alle drei, was ganz nett ist, aber die zwei da oben bleiben auch noch am Leben. Okay, gucken wir mal. Es gibt auch sehr viele Replays jetzt in der Episode oder in der Mission hier. Was einfach daran liegt, dass man hier so viel Schaden macht. Das ist Wahnsinn, ey. Yo, Plopper ist weg. Butch ist weg. Hotdog ist weg. Lipol! Tschüss! Na dann, auf Wiedersehen. So. Bei meinem Glück. Aber man muss eigentlich, prognostiziert bei diesen Missionen, habe ich das Gefühl, muss man einfach nur die richtige Reihenfolge rausfinden. Wenn man das hinkriegt und dann noch immer perfekt trifft, dann schafft man das. Aber der wirft jetzt eine Granate und dann war es das auch. Ja, guck mal, der kommt extra näher an mich ran. Was auch wirklich nicht daneben trifft. Naja. Das für eine Mission, ey. Granaten machen übermäßig Schaden.
Sudden Death ist nach 2 Minuten gefühlt. Kommt Sudden Death dazu. Naja. Aber ich versuch's auf jeden Fall nochmal weiter, ne? Mal gucken. Jojojo, dann schauen wir mal. Das Problem ist halt, was ich mich halt immer so nervt, ist, dass der Gegner halt anfängt, ne? Wenn ich wenigstens mal so den ersten Schritt machen könnte, aber nein, er wird jetzt wieder 4 Würmer mit einmal vernichten und ich kann eigentlich nichts dagegen machen, ja? Man, guck, das ist der erste fucking Zug hier und ich kann da nichts dagegen machen. Ja, ist okay. So, in Angesicht meines Wissens, was ich jetzt habe, müsste ich eigentlich mal versuchen, Star Wars da runterzuschießen. Was ich nicht schaffe. Und damit habe ich eigentlich schon verloren. Der wird jetzt ja wieder einen perfekten Zug machen und am besten alle drei gleichzeitig töten. Ach, Mensch, Worms. Das hat so gut angefangen. Ich meine, die ersten sind immer so total easy. Ja, dass es schwerer werden muss, ist mir klar, aber das ist halt echt brutal teilweise. Also, wie viel schwerer das wird. Jetzt muss ich da einfach nur eine Granate reinwerfen. Also eigentlich. Natürlich kriegt meiner auch wieder was ab, alles klar. Und der eine überlebt sogar noch. Na toll. Ach, Jesus Christ. Was diese Granate in diesem Level hier für einen Explosionsradius hat, das ist krass, ey. Das ist schon eine halbe heilige Granate. Ich kann nicht wissen, wie viel die heilige Granate eigentlich machen würde. Oh, okay, das ist interessant. So. Komme ich da hoch? Na, zack. So, die sterben jetzt. Weiß ich nicht, ob die sterben. Boah, nice. Da habe ich doch noch eine Chance, ne? Na gut, ist jetzt zwar nicht Slow Motion würdig, aber schön, ne? Also auch so schön kreisrunder Explosionsradius. Und eine viel zu kleine Spalte oben, dass sie auch wirklich nicht durchfallen, dass sie dann nicht durchfliegen können und sich aufs Land retten können. Das ist nice. Tja, jetzt müssen wir mal gucken. Also eigentlich muss ich das Ding in der Tasche haben. Der wird sich jetzt um Dings kümmern hier, um Hoagie. Dann stirbt halt Hoagie, aber dann könnte Sid ja eigentlich. Obwohl das echt ein Problem ist. Kann auch sein, dass ich jetzt um Sid kümmere, aber ich glaube nicht. Ich hätte lieber, dass es Sid tötet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Naja. Ach, scheiße. Naja. Ich hab's dir heimgezahlt. Und tschüss. Jetzt ist es wieder so ein perfektes Treffen hier. Wenn ich das nicht hinkriege, dann. Na, scheiße. Oh, perfekt. Ich hab's doch hingekriegt. Ich treffe zwar fast nie mit der Granate, aber wenn es wirklich mal so. Ne, drauf ankommt, dann scheint das Glück auf meiner Seite zu sein. Ja. Ist doch nice. Also. Aber gut, dass ich auf 3 Sekunden gestellt habe. Also eine Sekunde zu weniger und das hätte nicht funktioniert. Yay. Aber wenigstens mal Erfolgsmomente hier. Das ist doch was, ne? Ja, nice, ne? Jetzt haben wir mal wieder ein etwas kreativeres Level-Design hier. Also irgendwelche verstörten, lachenden Gesichter oder links ein kleiner lachender Kopf, in der Mitte ein wunderter Schädel, ja, dann Vampir, Menschlein und rechts haben wir noch einen Geist, ja, und die Mission heißt Trouble of Translate. Ich bin mal echt gespannt, was am Ende rauskommt, ne, und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und hoffen, dass wir ein bisschen größeres Waffenarsenal haben, weil ich möchte Schaden anrichten. Mal gucken, vielleicht ist ja der Explosionsradius auch nochmal hochgedreht, also das wäre natürlich total verrückt, aber ja, aber ihr merkt, was ich meine, ne? Also die Missionen machen halt sowohl zum Spielen als auch höchstwahrscheinlich zum Zuschauen viel mehr Spaß, ne? Weil,
es halt nicht so ist wie, oh, ein Schuss, man stirbt sofort und alle sind tot, ja, sondern man hat noch so ein paar taktische Möglichkeiten und kann versuchen, sich so ein bisschen, ja, also so eine Taktik zu überlegen und sich durchzufriemeln, ne? Deswegen würde ich sagen, los geht's. Okay, interessant. Also ein paar Ölfässer haben wir auch wieder. Die meisten stehen tatsächlich in den Augen der zweiten Figur von links. Okay, da stehen sie ziemlich sicher. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das bringen soll. Also Hoagie, Zorgi und Gambit sind da oben ziemlich, stehen da ziemlich gefährlich. Also ja, dass der Flossi und Star Wars da unten stehen, das ist ein bisschen problematisch, aber wir gucken mal. Meine Figuren, kann ich die wechseln? Nee, kann ich nicht. Habe ich Möglichkeiten, mich Presslufthammer habe ich nicht. Ich habe aber die Blowtorch. Das ist ja total scheiße. Ich kann höchstens versuchen, mich hier so durchzugraben oder durchzulöten. In der Hoffnung, dass ich unten ankomme. Wahrscheinlich nicht. Ja, sage ich ja. Jetzt eigentlich muss ich darauf warten, dass Flossi dann hier schießt, damit ich da irgendwas runterwerfen kann. Ach, Nachschub. Okay, sowas gibt's ja also doch, ne? Ich bin nicht restricted auf die Waffen, die ich gerade habe hier. Darauf beschränkt. Ja, holt er sich das jetzt? Oder? Okay, interessant. Na ja, gut, ne? Aber ich habe auch nur drei Würmer, sehe ich gerade. What the fuck? Ich habe nur drei Würmer! Was? Ich sammle drei Würmer gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach du Scheiße, ne? Das wird ja was. Da muss ich ja gucken, dass Bernd und Laverne eigentlich geschützt bleiben. So, was haben wir denn hier? Seil habe ich zumindest. Bananabomb, yay! Nice! Weg, 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 nein! Okay, gut. Ich habe überlebt, aber natürlich stehe ich direkt neben dem Ölfass. Also. Okay, gut. Wenigstens sind die da unten dran, also das ist ja schon mal was hier. Ich glaube, die beste Taktik wäre, wenn ich mich gar nicht zu denen durchgrabe, sondern wirklich. Was? Ey, wie schnell kommt denn jetzt Hand Dev? Habe ich überhaupt noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Na toll, was soll ich hier machen? Also. Durchschießen bringt mir auch nichts. Da habe ich zu wenig Platz. Da würde ich den, jetzt sagen, würde ich den Rückstoß abbekommen. Ich könnte höchstens versuchen. Das ist eine blöde Idee. Das ist eine echt beschissene Idee. Ja, toll. Jetzt haben die freie Schussbahn auf mich. Also. Versuch war es wert. Hätte sein können. Aber Hoagie ist jetzt auch tot. Boah, was sind das jetzt für Missionen hier? Meine Fresse. Uiuiui. Und Hoagie ist tot. Aber wenigstens ist Otis mit vernichtet. Mann, es ist jetzt wieder so. Also die jetzigen Missionen, die haben wieder so viel mit Glück zu tun. So, im besten Fall explodiert das Ölfass mit und nimmt Butch mit in den Tod, oder? Und. Ja, nice, na immerhin. Immerhin. Soll ich eine Bananenbombe darunter werfen? Naja, im schlimmsten Fall trifft mich das auch noch, also. Wird das mit der Oma was? Versuch's mal. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, nice. Ja, nice. Könnte also doch noch was werden. Also, wenn ich es jetzt clever anstelle. Einen könnte ich mit einer Lenkrakete abschießen. Ich glaube, Zorki muss ich loswerden. Der ist halt die größte Gefahr für mich, glaube ich. Was wird er jetzt machen? Wahrscheinlich mit der Dings durchschießen, mit der Bazooka, ne?
Das war aber knapp, ja, also. Bist du schon an der äußersten Kante weggeschrabbelt hier. Oh, hui, hui, hui. Erststrike, ich werde mal Skip Go, das ist natürlich noch besser, wenn ich hier Erststrike und sowas habe, ne? Das ist natürlich ein Garant zum Siegen. Okay, Plopper, wenn du so suizidal veranlagt bist, ich respektiere deine Entscheidung, tschüss. Also, das kannst du gern machen. Gut, dann kann ich jetzt ja schön hier auf Zorki drauf. Dann dürfte es das auch gewesen sein. Ja, habe ich doch gewonnen, Mensch. Aber auch wieder viele glückliche Zufälle, ne? Also, ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft, wenn Bernard Laverne nicht so eingeschlossen in den Augen wären von diesem Vieh, ne? Also von diesem Kopf. Ja, nice. Erledigt. Yay, es geht voran, woo! Ja, aber ist schon krass, was die Episoden wieder für einen natürlichen Flow bekommen, ja, wenn man nicht ewig bei diesen Balkenleveln da festhängt. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Worms 2 into But We. Ich bin echt gespannt, was da am Ende rauskommt, ja. Also Worms 2 into But We. Was war denn das vorherige Level? Muss ich mal gucken. Trouble of Translating, irgendwas, okay. Ja, gucken wir mal, also wieder zwei Inseln, das sieht irgendwie aus, das ist irgendwie witzig, das rechte sieht irgendwie wie so ein Löwe aus, der sein Maul aufreißt und, ja, das linke sieht aus wie so ein hochnäsiger Typ, der seine Nase in die Höhe streckt und mit einer Pistole dem ins Maul schießen möchte. Das ist nur meine Fantasie, ne, gucken wir mal, was uns das Level denn in der Realität so bieten mag. Ja, interessant, wir haben also wieder so ein schönes, ja, Baustellenlevel. Gucken wir mal. Ich bin wieder sehr an der Unterzahl, wie man sieht, ja. Also 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volle 8, wir auch mal. Naja, das ist natürlich wieder sehr fair alles. Aber wenigstens kann ich meine Würmer wechseln. Wenn ich es jetzt klug anstelle, kann ich eigentlich sowohl Otis als auch Hotdog töten. So, Hotdog müsste ja eigentlich jetzt da in die Mitte fallen. Aber hatten wir nicht schon mal das gleiche Level vorher gehabt? Ah, schade. Ich dachte, er stirbt. Oh! Ich bin jetzt übrigens dahin gesprungen, weil ich nicht zu sehr an der Ecke stehen wollte. Ja, hätte jetzt schief gehen können, aber zum Glück war es ein Blindgänger. Wir hatten doch schon mal genau das gleiche Level oder so ein ähnliches zumindest. Ja komm, entscheide dich. Jetzt mach nicht so ein großes Geheimnis draus. Natürlich. Natürlich fliegt Razor wieder so. Ja. Ich muss da runter von dem Bagger. Der Einzige, der jetzt noch gut steht, ist halt... Ja, jetzt hier. Ja, was soll ich machen? Mit einer Mietstange an den Kopf werfen könnte ich. Ah, scheiße! Ich hab mich verdrückt! Nein! Warum wieder so viel Zeitdruck hier? Nein! Wieso springt er denn wieder zurück, ey? Weil das Terror so ein bisschen zu schräg war. Naja, okay, aber... Wenigstens ist er weggeflutscht, das ist schon mal was, aber... Ob ich das schaffen soll? Meine Fresse. Ich glaube, Bernd steht da am besten. Ja, wie weiß ich nicht. Also, da hinzukommen... Wird am schwierigsten sein, glaube ich. Jetzt flieg nicht so weit, Hogi. Bleib bitte hier. Ach, Hogi, was du alles abkönnen musste. So. Tja, was machen wir jetzt hier, ne? Eine Mine ist halt so ein. Ist halt nix so, weißt du? Ja, schnell. Oh, meine Fresse hier. Dieser Druck. Ich weiß gar nicht, wo ich hinspringen soll, aber gut. Ich glaube, hier bin ich sicher. Ja, die Mine macht halt zu wenig Schaden.
Und jetzt haben wir wieder Sudden Death. Na gut, dann macht das eh keinen Unterschied. So, haben jetzt all die restlichen Missionen Sudden Death immer. Okay, er teleportiert sich weg. Aha. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Er lohnt sich halt ja nichts. Ich meine, Hoagie wird eh bald sterben. Also, das steht außer Frage. Also, naja. Klingt das nichts. Ich kann nur versuchen, so viel Schaden wie möglich anzurichten, aber. Wenn er jetzt der wird Butch oder Flossy nehmen und mich dann mit einer Granate oder irgendwas oder einem Bazooka-Schuss vernichten. Na, jetzt bringt mir der Nachschub auch nichts mehr. Also. Ein falscher Schritt und ich bin weg. Ja, trifft mal wieder perfekt. Ich hasse das immer, ey, wenn diese CPUs so unfehlbar sind, ja. Ja, wage du nur. Ja, ne, was mache ich jetzt? Also, ein Superschaf könnte ich halt noch nehmen. Vielleicht auch Flossy. Naja, schade. Ich dachte, der bleibt bei Butch vielleicht hängen und nimmt den mit in den Tod. Ja, bin ich mal gespannt, ob die jetzt irgendwie an die rankommen. Also, wenn ich es klug anstelle. Na gut, Laverne wird eh bald absaufen. Also. Tja, was machst du jetzt? Komm, Feigling, mach Feigling hier. Komm, mach Seilspringen. Nee, er macht was. Das war klar, ey. Oh, die Mission, ey. Nette Überraschung! Ja, die stehen halt auch alle scheiße. Also, ich meine, egal wie ich das jetzt mache, also, wenn ich jetzt von hier komme, ist Hotdog tot. Aber wenn ich von hier komme, wird vielleicht Plopper sterben, aber Hotdog nicht. Ich mach einfach. Ja, naja. Ich schnapp dich! Und tschüss! Bei Butch und Samus könnte ich einen Napalm-Angriff höchstens probieren. Wenn ich es denn bis dahin überlebe, weil Laverne ist auch gleich Butch. Der wird versuchen, sich hier durchzuschießen, ne? Und trifft dann auch noch, oder was? Trifft der jetzt? Nein, komm schon. Boah, ist doch nervig, ey. Ja, ja. Ich will es nicht sehen, das ist halt. Also mit dieser Sudden Death bis zum Abwürgen, das macht das irgendwie nicht spaßiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, naja. Naja, probieren wir es halt nochmal. So, ja, ich versuche die wenigstens mal auf den Haufen zu kriegen. Dann vielleicht im Sudden Death alle vernichten kann und mit einmal, aber es wird nicht klappen, die stehen halt so weit auseinander. Ich frage mich, ob in den Fortsetzungen die Mission auch so kackschwer sind. Oder ob das ein bisschen auf die Lernkurve oder ne, die Schwierigkeitsgrad irgendwie so ein bisschen mäßiger ansteigt, ne? Oh. Den kann ich vernichten mit Baseballschläger. Ich weiß, das war jetzt nicht schlau, aber es ging mir darum, dass ich eben, ne? Dass er mich dann nicht runterschießen kann. Vielleicht bringt's was, vielleicht bringt's auch nichts, ich weiß es nicht. Also. Öde, sehr gut. Das kannst du ruhig öfter machen. Also. Bin ich vollkommen
Einverstanden, so wird mal jetzt mit dir. Wie wär's damit? Wir stecken uns mal so ein bisschen hinter der zerstörten Pylone, vielleicht bringt das ja was. Guck mal, Plobber, was machst du, Zorki? Ja, gerade bis jetzt läuft es ein bisschen besser als vorhin, aber das muss ja nichts heißen. Man hat immer noch alle Chancen der Welt. Ja. Ach. Ich hab's dir heimgezahlt. Und Sudden Death. So, damit wird jetzt Hoagie, Star Wars und Gambit vernichten. Wie stellen wir das an? Granate hier rein. So, kann, ist er ein bisschen versteckt hier? Naja. Vielleicht dieser kleine Nippel, der da oben noch übrig ist, vielleicht schützt er mich vor Bazooka-Angriffen oder Granaten. Man weiß es nicht. Ey, Mammel, wollen wir leben noch alle? Das, na, wie gesagt, Betonung liegt auf noch, ja. Das kann natürlich auch schneller vorbeigehen, als mir lieb ist hier. Okay, mach das ruhig, teleportier dich weg. Das sind alles Sachen, die helfen mir potenziell. Oh, Razor. Super scharf. Zwei super scharfe. Oh, nice. Wen nehme ich? Ich nehme Plopper. Und als nächstes Flossy. Jetzt habe ich zwei super scharfe. Oh, wenn Razor überlebt, kann ich sich das auch noch schnappen. Ja, vielleicht mit viel Glück kann ich mir doch noch ein bisschen durchwinden. Ich weiß es nicht. Okay, Hoagie wird jetzt. Hoagie ist Brei. Das war's. Hoagie wird ein zerquetschter Regenwurm jetzt hier. Tschüss, Hoagie, war schön mit dir. Ich schnapp dich. Naja. Also hier könnte ich, bei den drei, könnte ich tatsächlich im besten Fall richtig. Oh, was ist jetzt? Ah, eine Mine. Nachschub ist eingetroffen. Nette Überraschung. Im besten Fall könnte ich bei denen so richtig schön einen Napalm-Angriff reinwerfen. Das mache ich auch gleich. Nette Überraschung. Muss ich nur ein bisschen beeilen. So, jetzt kommt das. Das wird was, oder? Yes, 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 yes. Sehr gut. Hat die alle erwischt. Oh, schön. Mein Plan ist aufgegangen. Mein Plan ist aufgegangen. Fühlt sich das gut an. Nice. Hätte aber auch schief gehen können. Ich dachte nicht, dass der rechte Wurm dann auch noch ein bisschen was von dem Napalm abbekommt, aber hat funktioniert. Nice. Ja, oh, doch geschafft, ja. Haha, cool. Also, jetzt hat sich mal jemand richtig viel Mühe gegeben, okay? Interessant. Jetzt haben wir also hier die Freiheitsstatue New York, anscheinend mit noch ein paar Gebäuden. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier erwartet, ne? Ja, es wäre halt schön, wenn man so eine Karte, ne? Da hat man ja gesehen, haben die sich schon Mühe gegeben, wenn man die ein bisschen genießen könnte und nicht nach einer Minute oder nach, ne? Eine Minute schon wieder Sudden Death wäre und es einfach nur darum geht, wer schneller schießen kann. Aber wir schauen mal, ich bin gespannt, also Würmer erobern New York, würde ich mal sagen, ne? Ja, gut, sieht natürlich jetzt ein bisschen weniger elegant aus, wenn aus der Freiheitsstatue irgendwelche alten, verrosteten Rohre rausluken, ne? Und, ja, auf den einen Wolkenkratzen und irgendwelche Hydranten, ne, thronen, aber naja, mal gucken, also ich habe wieder unglaublich wenig Würmer, sehe ich, 3 Stück. Was die Sache wieder um einiges erschwert, aber oh, wir starten nicht mit Waffen, wir starten diesmal wieder mit nur mit Ninja sein und sowas oder was. Ah, interessant. Das könnte mir natürlich doch einen Vorteil geben hier, ne? Ja, mit Bernhard muss ich eh weg hier. Ein bisschen. Können wir ein bisschen die Wolkenkratzer hochclimben hier, ne? Ein bisschen gefährliche Ninja-Aktionen machen.
schnell, sagte gleich. Ach, lass mich. Ach, schade, ich dachte, ich kriege sie. Oh, das ist natürlich gut, ja. Ich dachte, ich kriege die Kiste dann noch auf der Spitze von der Krone, nenne ich es jetzt mal, von der Feuerstatue. Okay, alles ist gut, gut. Ja, sag immer Feigling, mach immer weiter damit. Und jetzt hole ich mir alles. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Benzinbombe. Wir haben Dragon Ball. Jetzt können wir so einen Goku rufen. Wir haben nochmal einen Dragon Ball. Tja, wie machen wir das jetzt? Kann ich... Wird das was? Kann ich ihn dann durch die Ritze da durchschießen? Hallo? Wenn ich jetzt den Dragon Ball nehme und vielleicht fliegt er ja genau in die Ritze da rein. Na, fliegt natürlich wieder viel zu weit, naja. Rettung ist auf, ich habe ein Problem, meine Würmer sind sehr gebündelt da. Das könnte natürlich ein Problem sein, wenn wir jetzt Sudden Death bekommen. Oh, wir haben ja kein Sudden Death, wo alles auf 1 reduziert wird. Aber New York säuft ab, ja. So, schauen wir mal. Ich bin mal so waghalsig und wage den Sprung. Ein super Schaf, nice. Da würde ich sagen, ich weiß ja nicht. Ich werde mal versuchen, Butch. Ich werde mal dieses Ölfass in den Butch versuchen. Genau, der eine stirbt, der andere nimmt zumindest den Schaden von dem Benzin oder von dem Brand, der daraus entsteht. Sehr, sehr, sehr gut. So wollte ich das. So wollte ich das. So, das ist jetzt bei Gambit da drüben. Ja, Feigling, gut so. Gib auf! Gib auf, gib auf. Wie viele habe ich da? Habe ich die unbegrenzt oder? Nee, auch nicht unbegrenzt, ne? Komm in die Gänge! Na komm, das möchte ich mir wenigstens noch schnappen hier. Na, was ist das denn? Jetzt klemme ich ja fest. Und es war eine Booby Trap. Ich glaub's nicht. Und mein Wurm, Bernhard, der säuft einfach ab, ey. Ich glaub's nicht. Komm schon. Das ist doch scheiße. Ja, ich glaube, wir werden eher ertrinken, als dass wir hier irgendwie einen Fortschritt machen durch Waffenangriffe. Aber gucken wir mal. Aber das könnte ich mir theoretisch schnappen. Ja, toll. Was bringt mir jetzt bitte schön, was bringt mir das bitte schön jetzt? Pneumatic Drill. Resistive Tower bringt mir gar nichts, ja. Teleportieren kann ich nur. Ich kann versuchen, die irgendwo hinzuwerfen. Frage ist nur, wo? Mensch, ich klemm fest! Ja, war das gut? War das schlecht? Hat nichts gebracht. Also hat einfach das, hat so ein bisschen die Spitzen weggeätzt, aber das war's dann auch schon. Oder weggebrannt war ja in dem Fall. Aber Plopp hat nichts abbekommen. Der steht da immer noch auf der äußersten Spitze in der Luft und das juckt den gar nicht. Tja. Tja, ich kann jetzt nur das machen, also. Rutsch, rutsch, rutsch! Mann! Der hat immer so ein Glück hier. Ein Millimeter noch und du wärst, das Abflussrohr heruntergerutscht. In die Kanalisation, wo du hingehörst. Okay, er teleportiert sich jetzt dahin. Okay. Nehme ich an. Nehme ich einfach mal so hin.
Ich muss mir auf jeden Fall ein bisschen verteilen, also. Wenn ich mich teleportieren kann, nutze ich das. Kamikaze ist natürlich eine Scheißwaffe. Also zumindest nur in dem Fall, wo ich nur drei Würmer habe, ist das eine sehr unpassende Waffe. Parachute. Ja, das kannst du ruhig nehmen, das interessiert mich nicht. Ja, dann teleportiere ich mich mal hier hoch, würde ich sagen. Teleport, wow, welches bringt mir das denn? Gut, das erste Ölfass ist abgesoffen, Otis ist auch gleich weg, Stavros dürfte auch in den nächsten zwei Runden... Okay, er teleportiert sich weg. Jeder will sich jetzt hier retten, ne? Oh Gott! Oh. Pneumatic Drill. Holy Hand Grenade, oi! Jetzt muss ich nur noch treffen. Oh yeah, baby. Halleluja. Hat's was gebracht? Einer ist abgesoffen, der andere kriegt wenigstens ein bisschen Schaden, oder? Ist okay. Hätte besser laufen können, aber der Kopf der Freiheitsstatue ist jetzt komplett vernichtet. Also, es ist gar nicht mehr als Freiheitsstatue zu erkennen, ne? Ist wirklich wenig von dem... Ja... Von dieser historischen Sehenswürdigkeit übrig geblieben. Und wieder. Oh, jetzt geht's los hier mit dem wilden Rumgeschieße. Scheiße. Das passt mir nicht. Das heißt, jetzt werden die Sachen wieder perfekt sitzen hier. Die Schüsse von den Gegnern. Wow, super getroffen, nicht? Soll ich mir die schnappen? Nee. Oh, fuck, jetzt. Jetzt wird's kritisch hier. Nachschub ist eingetroffen. Jetzt teleportieren sie alle weg jetzt hier. Krass. Keiner traut sich. Aber irgendwas. Da ist so ein Mini-Pixel, der mich davon abhält, da hochzuspringen. Nein! Mensch, ich hab doch Doppelsprung nach hinten gemacht, Mann! Oh, fucking hell! Toll, jetzt nur noch Laverne übrig. Katastrophe. Rüberspringen kann ich auch nicht, das wird ja nix. Kamikaze, bin ich schon so verzweifelt. Naja, hat überhaupt nichts gebracht. Hat wieder nur ein bisschen was von dem Terrain weggebombt, aber das war's doch schon. Es hat eher noch den Nachteil, dass sie jetzt eine viel bessere Sicht auf Laverne haben. Und das wahrscheinlich auch richtig hart ausnutzen werden. Kamikaze. Homing Pigeon. Ach du Scheiße. Aber das nutzt er ja nie, ne? Oh, Scheiße. Aber es ist irgendwie schaffbar. Okay, ist jetzt auch. Naja, dann versuchen wir es nochmal. Ist ja in Ordnung. Also, ein bisschen Taktik könnte man das hinbekommen. Vermute ich jetzt einfach mal. Naja, dann wollen wir mal. Guck mal. So. Möglichst viel einsammeln. So, Gambit, gib auf. Ja, ja, komm. Und der teleportiert jetzt schon. Ist das nicht ein bisschen Verschwendung? Vor allem da rein. Zwischen den ganzen Ölfässern, okay. Oh, nehme ich jetzt einfach mal hin. Also, ganz ehrlich. Ich will Bernhard nicht hier außen stehen haben. Also wenn, dann wenigstens hier oben auf der Spitze von dem... oder auf dem Dach von dem Wolkenkratzer. Wenn ich denn mal... Wenn ich es denn mal schaffen würde, meinen wabbeligen Wurmarsch da hochzukriegen. Na los, Bernhard, du Sack! Geht doch. Ich stehe da auch nicht sehr günstig, das weiß ich, aber besser als nichts. Also, wenigstens bin ich nicht mehr da ganz außen. Da schießt er einmal mit der Dings hin. Okay. Da schießt er einmal mit der Bazooka hin, dann war's das. So, Hogi ist dran. Nicht zu gierig sein. Petrolbombe.
könnte ich jetzt schön da hinflanschen. Nein! Scheiße! Zu weit! Viel zu weit! Oh, war das eine Verschwendung? War das eine Verschwendung? Scheiße! Oh. Ich sag doch, ich kann das immer so schlecht einschätzen. Deswegen mag ich so diese Suchraketen. Besser noch Homing Pigeons finde ich noch besser. Ja? Da komme ich viel besser mit klar als das. Ein Schaf! Nice. Clusterbomb. Ich versuche mal, ich kann doch bestimmt auch ein Schaf während... Ja, bitte komm. Nein! Oh. Aber oh gut, ja, er ist doch durchgeflutscht. Schön. Oh, das war knapp. Das hätte böse ausgehen können. Ich meine, Laverne hat jetzt viel... einiges abbekommen. Und jetzt wird's kritisch. Aber dadurch, dass er jetzt ein paar Runden halt nicht schießt, habe ich natürlich einen guten Vorteil eigentlich. Er wird sich ja trotzdem jetzt die Kiste da schnappen. Doch nicht, verstehe ich auch nicht. Also, er könnte doch wenigstens aus taktischen Gründen mir das wegschnappen, ja. Oh, was habe ich? Was mache ich da? Nein! Bernhard, atme durch. Du hast nicht so viel Schaden genommen. 61! Oh, da hinten. Wie schön sich das da stapelt. Oh, das brauche ich alles. Das sind 4 Kisten da. Nimm mir die bloß nicht weg. So, Hoagie. Wollen wir es mit einem Seil probieren? Ja. Der Teleport, ich will die jetzt alle in einer Runde einsammeln im besten Fall, ne? Und dann nicht so lange warten. Naja, scheiß drauf jetzt hier. Mortar. Clusterbomb. Oh, Booby Trap, leck mich. Mann. Ich hasse es, wenn das passiert hier. Aber ich muss... Das war scheiße. Ich meine, ich muss es aber machen, weil sonst kann ich die Mission schwer gewinnen. Bis gar nicht eigentlich, ne? Na, was macht er? Er steht auf der höchsten Stelle da. So, Laverne. Für den Typ extra. Ich hab nicht mal getroffen. Leck mich doch am Arsch, Alter. Was ist das für eine Kackwaffe? Also. Schlägt bei dem über den Kopf ein und die ganzen Splitter fallen natürlich 10 Kilometer weiter entfernt von dem weg. Ja. So dass er bloß keinen Schaden abbekommt. Oh, da muss ich, ey. Wenn ich irgendwie sowas wie Napalm-Angriff hätte oder so, das wäre so praktisch hier. Das könnte man... Das sind 5 Würmer auf einem Haufen, ja. Das will ich mir wenigstens mal schnappen. Ja, Mine. Soll ich da... Schaffe ich das? Oh, ich dachte, ich sterbe. Ich lebe noch. Dann wird der Sprung zurück auch funktionieren. Machen wir mal 2 und ich werfe das mal da rein. Oh, Baby, Baby, Baby. Ja, yeah, sehr nice. Oh, das war gut. Sind die jetzt alle tot? Oh, geil, die sind auch gestorben. Es hat uns gut aufgegangen. Geil, 3 Würmer in einer Runde. Das ist doch nice. Aber ich sollte mich nicht so früh freuen. Ich habe immer noch 3 Würmer auf der Karte. Aber ich habe auch noch 3 Würmer von mir übrig. Also jetzt sind wir gleich auf. Ich habe noch 2 Würmer von mir. Oder 1 Wurm? Nee, wie viel habe ich denn? Nee, Hoagie ist noch übrig, Laverne.
teleportiere mich jetzt mal hier hoch. Nette Überraschung. Mad Cow, oh geil. Hotdog und Otis sind... Wenn die jetzt Hoagie nicht abschießen, sind die da unten tot. Weil die werden Hoagie abschießen. Scheiße. Hab Mitleid mit Hoagie, komm schon. Feigling, komm schon. Sag Feigling. Das ist doch dämlich. Aber ist okay, da kann ich jetzt Mad Cow darunter werfen. Wenn Hoagie natürlich dann wieder dran ist. Ist ja erstmal Laverne dran. Oh, ich hasse es, wirklich, Mann. Hör doch mal auf mit diesen scheiß Booby-Traps hier. Aber die Welt ist auf jeden Fall schaffbar hier. Also das ist... Es ist nicht unmöglich, ja. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Jetzt stehe ich nicht. Jetzt traut er sich, gegen Hoagie hervorzugehen. Ist irgendwie unlogisch für mich. Ach, scheiße. Fuck. Nachschub ist eingetroffen. Nette Überraschung. Mad Cow. Nette Überraschung. Soll ich... Eigentlich könnte der Flosse hier abschießen, aber der überlebt das, oder? Was wird das mit der Mad Cow bringen? Hallo? Die würden noch absaufen eigentlich, ne? Nice. So, mal gucken. Erledigt. Nachschub ist eingetroffen. Verschiedene Sachen, die ich jetzt machen könnte. Also, dahin teleportieren ist halt eine blöde Idee, weil die mich vernichten werden. Ich darf nicht vergessen, Laverne hat auch nur noch 31. Und der trifft auch noch. Oh. Ach, scheiße. Naja, einmal probiere ich es jetzt noch. Ich muss sagen, zumindest macht die Mission ja Spaß. Also ich finde die jetzt nicht irgendwie langweilig oder anstrengend. Also zumindest ist es halt interessant, weil die sich auch wirklich immer anders entwickelt. Und nicht einfach nur sagen, ich stehe auf dem Balken und ich schieße dich ab. Und du stirbst. Das war's. Ja, ne, also Bernhard möchte ich ja eher wieder... Wo ich dann auch eigentlich, statt hier Ninja-Seil zu verschwenden, könnte ich eigentlich auch... Teleporter nutzen, aber ist jetzt wie es ist. Mach ich dann beim nächsten Mal. Ich muss das mir unten dotzen. Na los, Mensch! Naja, komm, hier Skip Go. Nachschub ist eingetroffen. Ja, teleportiert euch fröhlich weg. Immer schön neben die Ölfässer, so ist das gut. Da kann ich gut mit leben, also. So, Hoagie. Nummer 1. Petrolbombe. Ein Schaf, nice. Clusterbombe. Lohnt sich irgendwas davon schon? Zu nutzen. Ich muss alles nutzen, was ich habe, ne? Ich könnte die Petrolbombe oben zu Stavros werfen. Und ich treffe perfekt, yep. Okay, Hoagie kriegt auch ein bisschen was ab und Laverne, aber ist in Ordnung. Stavros ist da jetzt futsch, oder? Ja, aber gut Schaden gemacht, würde ich sagen, ne? Also. Und jetzt haben wir schon Sun Death, ne? Naja. So, Hoagie muss ich da unten unbedingt los, also unbedingt wegkriegen. Sonst, oh Gott, Hoagie ersäuft! Scheiße! Ja, durch den Sprung kann ich das nicht erreichen. Super Banana Bomb. Oh, Baby. Super Banana Bomb auch noch. Oh, warte mal. Ich nutze sie jetzt sofort. Ich treffe zwar nicht, aber ist mir scheißegal. Vielleicht kann ich da links die ganze Sippe da auslöschen.
Nein! Alter, wie viel Pech kann man denn haben? Wie viel Pech kann man haben? Daneben! Scheiße, die Superbananenbombe ist ja gar nicht mit. Fuck, die ist ja gar nicht mit Zeit. Dings ja. Sag schon, mit Zeitangabe. Ach, Mist. Mit Timer, so das wollte ich sagen. Hogi, halte durch, Hogi. Oh nein! Scheiße, fuck! Damit ist die Runde eigentlich schon verloren, also. Aber ich will sie jetzt wenigstens noch zu Ende spielen. Hier möchte ich ein Schaf reinwerfen, aber da will ich. Das will ich machen, während ich mich hier wegschwinge. Mann, ich komm da nicht raus, ey. Toll, jetzt habe ich mir mehr Schaden zugefügt als, naja. Dumm gelaufen. Ja, allerdings dumm gelaufen. Butch hat auch was abbekommen. Habe ich zwar wie, wahrscheinlich so eine hat das Schaf so eine Schallwelle erzeugt, dass er auch was abbekommen hat, oder was? Oder Druckwelle, ja, scheinbar. Boah, jetzt sind die alle da auf. Wie toll wäre das, wenn da ich eine super Bananenbombe reinwerfen würde. Ich hab keine mehr. Das ist so ärgerlich, ey. Clusterbombe vielleicht. Naja. Na komm schon! Und es ist wieder auf den letzten. Bis auf den letzten. Oh doch, das ist gut, oder? Nee, ist nicht gut. Der stirbt. Ich dachte jetzt hier. Einer bei Hotdog stirbt, aber. Scheiße, ey. Weißt du, das Benzin ist wieder mein Glück. Das Benzinfass ist kurz vorm Explodieren. Wirklich Millimeter, also wirklich Millisekunden davon entfernt zu explodieren. So, Bernhard. Zur Zeit. Napalm Strike, Baby, ja. Sterbt alle, ja, sterbt alle, du auch, Zorki. Zorki überlebt das auch noch. Zorki, stirb bitte, bitte, bitte. Ja, er ist auch tot. Oh, geil! Hallo! Kann das sein, dass ich trotz meines Fehlers vielleicht doch noch gewinnen kann? Ich rieche den Sieg. Und nein, ich habe keinen fahren lassen. Das hat nichts damit zu tun. Obwohl, da hinten ist nochmal Butch. Da sind drei immer noch. Wo ist er? Da hinten. Ich will das da abbekommen. UC, Mensch, was soll ich denn mit so vielen UCs? Ich brauche den harten Scheiß hier. Super Bananenbomben und sowas, ja. Napalm Strike, das sind die Sachen, die ich brauche, nicht UCs. Ninja Rope, ach komm schon. Junge. Nachschub ist eingetroffen. Ja, da unten, darunter traue ich mich jetzt ganz sicher nicht mehr, also. Auf diesen abgesoffenen Briefkasten da. Ja, macht mal alle Feigling. Ich finde das ja eigentlich ganz gut, also. Wo schwieg ich denn hin? Ich komme da nicht hoch, oder? Jetzt hänge ich hier irgendwo. Hier ist alles so. Nee, also ich wickel mich um die ganzen kleinen Pixel. Wow, das hat ja super funktioniert. Nee, vergiss es. Und ich kriege noch Fallschaden. Ich glaub's nicht, Mann. Da hätte ich mich jetzt auf den Hydranten da links teleportiert, aber nee. Oh ja, gut, hast du verdient. Stopp. Nee, er lebt noch. Nachschub ist eingetroffen. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Baseball Bat. Komm in die Gänge. Ja, Baby, stirb! Nein, oh Mensch, die leben immer noch. Das kann doch nicht sein. Warum überleben die das immer? Ich schnapp dich. Fucking hell. Nachschub ist eingekommen. So, Plopper. Nette Überraschung. Bananenbombe hat er auch noch bekommen. Ach du Scheiße. Wirf die bloß nicht.
Gut, Bernhard ist tot. Also ist nicht gut, aber. Ich hab's dir heimgezahlt. Könnte schlimmer sein. Labern lebt wenigstens, ne? Nachschub ist eingetroffen! Gibt's irgendwo einen Schutzraum für Laverne? Das ist halt die Frage. Nette Überraschung! Homing Missile. Okay. Komm in die Gänge! Könnte ich vielleicht Butch treffen? Der ist ja zu eingekerkert, das wird nichts, aber. Attacke! Oh doch! Oh nein, ich hab ihn hochtele. Nein, ich hab ihn da hochkatapultiert! Scheiße! Also das ist mein Glück, es ist mein fucking Glück. Booby Trap, Booby Trap, Booby Trap. Homing Cluster. Homing Cluster Bomb? What the fuck? Was zum Teufel ist eine Homing Cluster Bomb? Wahrscheinlich genau das, was er sagt. Eine Cluster Bombe, die zielsuchend ist. Na, wann muss er weg? Ich weiß, ich bin da gut abschießbar. Mail Strike. Oh, nice. Nice, 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 nice. Aber ich überlebe das nicht. Schade. Also, ich komme immer so. Ich bin immer kurz davor zu gewinnen, aber. Ne. Schade. Okay. Der Maze Strike bietet sich halt bei Gambit nicht an. Ich könnte es höchstens auf Butch. Und Plopper ist abgesoffen, das ist gut. Nachschub ist eingetroffen. Maze Strike. Ja. Ist natürlich eine totale Verschwendung von so einer guten Waffe, aber. Ist in Ordnung. Hauptsache Gambit, ey, ganz ehrlich. Stirb jetzt einfach, Gambit. Ich hab's dir heimgezahlt. Bitte nicht, bitte. Oh. Ich überlege gerade, wenn ich mich da hinten hin teleportiere. Warum? Meine Macht hast du, stirbst du wenigstens. Ist in Ordnung. Ich teleportiere mich jetzt weg. Ich teleportiere mich jetzt hier hinten hin. Da kommt er niemals hin, das kannst du mir nicht sagen. Da säuft jetzt eh. Oh. Ich hab's geschafft, ich glaub es nicht. Oh, das war jetzt echt. Ich hab Schwein gehabt jetzt. Ja, ne, freu dich mal, hast du auch verdient, würde ich mal sagen, ne? Ja, ich freue mich übrigens, dass jetzt schon ein paar Level lang kein Balkenlevel mehr gekommen ist. So gefällt mir, so muss es sein, ne? Aber es war doch. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in dieser Folge so einen guten Schlag an Missionen schaffe. Also es wird wirklich ein bisschen schwerer, aber ich muss sagen, diese New York-Mission gerade, die hat ziemlich viel Spaß gemacht. Also da war, ja, da war viel Glück dabei, aber da war auch, sag ich mal, ein bisschen Variation dabei, weil man auch mal verschiedene Waffen bekommen hat und nicht immer sozusagen die gleichen Handlungsabläufe hatte, ne? Und wie ich sehe, nächste Mission ist dann eine Höhle, aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, ne? Also bei der nächsten Folge von Worms 2. Würde ich sagen, bis dahin, ne? Ciao.